Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute zeige ich euch einen frischen Frühlingslook. Zur Vorbereitung solltet ihr als allererstes die Haare gut durchkämmen. Nehmt einen Kamm oder eine Bürste und teilt euch die Haare scheitelweise ab. Das Volumenansatzspray mit kurzen Stößen auf die Ansätze draufsprühen, gut einmassieren und kurz antrocknen lassen. Das gleiche macht ihr natürlich auch auf der anderen Seite und am Hinterkopf. Dann nehmt ihr ein herkömmliches Glätteisen und dreht strähnenweise im 90-Grad-Winkel die Haare ein. Wenn ihr das auf dem ganzen Kopf gemacht habt, dann seht ihr ein bisschen aus, als ob ihr ganz, ganz viele Nudeln auf dem Kopf habt. Als nächstes könnt ihr kopfüber die Haare einfach ein bisschen durchwuscheln, Haarspray rein und die Haare wieder zurückwerfen. Jetzt nochmal ein bisschen in Ordnung gebracht und voilà, fertig ist der erste Frühlingslook. Wenn es ein bisschen schneller gehen soll, könnt ihr natürlich auch die Haare zu einem kreativen, geflochtenen Zopf zusammennehmen. Als allererstes kämmt ihr euch die Haare alle nach hinten und macht mit einem herkömmlichen Haargummi einen Zopf im oberen Oberkopfbereich. Wenn ihr das gemacht habt, scheitelt ihr das Haar in drei gleichmäßige Strähnen. Nachdem ihr die Haare abgeteilt habt, flechtet ihr euch einfach bis in die Spitze den Zopf. Wenn ihr den Zopf geflochten habt, nehmt ihr noch ein Haargummi und macht den Zopf unten zu, damit das Geflochtene nicht wieder aufspringt. Jetzt zupft ihr einfach ein bisschen Volumen in den Zopf, indem ihr partiell Strähne für Strähne ein bisschen ausarbeitet. Wenn ihr das getan habt und ihr habt das Gefühl, dass euer geflochtener Zopf genug Volumen hat, dreht ihr ihn um den Zopf herum. Mit ein paar Haarklammern sollte das Ganze fixiert werden und so sitzt es bombenfest. Wenn der Zopf gut eingearbeitet ist, könnt ihr zum Schluss noch ein wenig kreativ sein und einzelne Haare rausziehen. So sieht das Ganze nicht zu angestrengt aus, wie ich zu sagen pflege, sondern ein bisschen lockerer. Final zupft ihr am Oberkopf euren Zopf noch ein bisschen auf, dass es ein bisschen verlebter und kreativer aussieht und fertig ist der zweite Frühlingslook. Übrigens, wenn ihr wollt, könnt ihr mit meinem Volumenhaarspray diesen Frühlingslook fixieren. Dann geht ihr einfach raus und seid die Tagesschönste.